Okay, wollen wir mal die Uhr reparieren? Vielleicht fühlt sich Big Bonnie dann wieder etwas besser. Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ich stehe gerade hier auf dem im Gras in Moorland mit dem Mini-Dreamer und ja, also ich habe gerade gesehen, dass jetzt hier ein Pony-Championat stattfindet und ich möchte hier gerne eben noch teilnehmen mit dem Mini-Dreamer, wenn ich einmal hier bin, bevor es dann zurück zu der negativen Big Bonnie geht und wir die Uhr reparieren werden. Genau, so, dann werde ich mich einmal anmelden. Hallo, willst du am Pony-Championat teilnehmen? Nur wahre Pony-Freunde dürfen teilnehmen, als ich. Verstehst du? Kein Pony, kein Championat, so sind die Regeln. Leider kann ich auch keine Ausnahmen machen, da ich die Regeln nicht gemacht habe. Oder doch, ich habe mir alle Regeln ausgedacht, wie auch immer. Das ist eine ganz hervorragende Regel und so weiter und so fort. Ja, ich möchte natürlich am Pony-Championat teilnehmen, keine Frage. Ich bin ja hier ein absoluter Pony-Fan. Ich denke, ich werde mir bestimmt auch mal noch ein zweites Pony zulegen. Aber jetzt erstmal Mini Dreamer. Und ich sehe ganz viele nahe Geschwisterchen von Mini Dreamer. Obwohl ich das Pony sehe ich gar nicht so oft. Also ich sehe es in Star Stable nicht so oft. Dieses Mini-Dreamer-Pony, aber eher dann so, naja, eher so dann die anderen halt. Ja, sehr niedlich. Lauter kleine Geschwisterchen. So, wie viel Zeit ist jetzt noch? 2 Minuten 30 Sekunden. Ja, mal sehen. Schaut mir mal hier rum. Da noch ein Mini-Dreamer. Diese Zebra-Ponys, die finde ich lustig. Die machen ja auch diese Geräusche. Nicht so wie Pony. Ja, die machen ja auch diese Geräusche wie Zebras. Einmal in den Chat schauen. Diese Herzchen sind süß. Das mit dem Rosa sieht niedlich aus, das weiße Pferd, aber sie kann nicht am Pony-Championat teilnehmen. Warum gibt es keine Warteliste? Eine Warteliste? Für was?
Das ist die Frage. So, nun laufen wir einmal an die Startlinie. Das braune Pferdchen gefällt mir auch sehr gut. Gleich mal ein Foto machen. Ja, ich wieder mit meinen Fotos. Aber das muss sein. Goldblatt-Championat. Ja, leider kann ich das auch noch nicht mitmachen. Ich bin jetzt Gruppe 3. Also bei dem Pony-Championat habe ich jetzt schon Gold, Silber und Bronze gewonnen. Natürlich ist es na schön, halt Gold zu gewinnen, weil ich würde das dann eben verkaufen, um mit den Münzen eben was anderes zu kaufen. Also manche Sachen muss man ja nicht mit Starcoins bezahlen, sondern eben reichen dann die Schillinge aus. Ja, das ist doch ganz praktisch. So, mach dich bereit. Dann geht es gleich los. Ach, ich bin so nervös. Okay, es geht los. Mal schauen, wie es aussieht heute. Okay, im Moment bin ich auf Platz 1. Autsch. Ich bin natürlich angeeckt. Das wirft einen immer gleich zurück. Ich finde das immer furchtbar ärgerlich. Aber jetzt bin ich wieder auf Platz 1. Komm schon, ich möchte eine Medaille. Beziehungsweise eine Schleife am besten in Gold. Aber sieht nicht so aus. Einmal hier rum. Silber wäre auch nicht schlecht. Bekommt man auch ein paar Schillinge. Aber für Gold gibt es, glaube ich, 500. Och, sie kommen alle erst hier durch. Oh nein! Mein Gott, ich möchte nicht fehlen. Oh nee. Oh. Bin noch vorbeigekommen. Ja, super. Och nö. Schon wieder ein Fehl. Tja, was soll's? Und das kurz vorm Ziel. Ja, ich glaube, ich bin Vierter geworden. Warten wir auf die anderen. Fort Pinkaway. Ich liebe das Pony-Championat und ich liebe den Pony-Wettkampf. Das Pony-Rennen und das Pony-Championat. Ich liebe es einfach. So, dann haben wir jetzt hier den vierten Platz und herzlichen Glückwunsch an die Mea, Citrina, Agathe, Sarah. Ja. Was heißt das? Mira, Mandy, Vanessa, Hannah, Wayona, Amelie, Catalina, Laila. Zoe, Lina, oh, Rebecca, Annie, ja, herzlichen Glückwunsch an die anderen, wo ich die Namen jetzt vergessen habe. So, ihr Lieben, also, dann schauen wir mal bei der Quest vorbei. Reiten wir mal zu Steves Farm wieder mal.
sind wir in letzter Zeit auch häufig einmal über die Mauer gesprungen. Ich schaue immer mal, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Mini-Dreamer. Och, wir sind ja viel, viel schneller als das Auto. Stand er schon immer hier? Autsch. Wieder angeeckt. So, hopp's einmal zu Steve. Okay. Jetzt hast du eine volle Flasche Öl-Diesel-Epigel. Ich hoffe, es bringt dir was. Mach's gut. So, reite mit dem Öl zu Big Bonnie. Genau. Genau, wir hatten ja das Öl geholt. Und jetzt wieder zu Big Bonnie. Ich hoffe, sie ist heute nicht so negativ eingestellt. Einmal gleich durch diese Mauer gesprungen. Halt, falsche Richtung. Da hinten wartet sie schon. Uff. Du hast die Flasche mit Öl gefüllt. Toll, dann gibt es ja doch noch Hoffnung. Jetzt haben wir die Chance, Abigail. Jetzt wird es Zeit, die Uhr zu reparieren. Es handelt sich um einen kniffligen Fall und wäre ich nicht so eine Meisteruhrmacherin, hätte ich schon längst aufgeben müssen. Aber ich gebe nicht auf. Ich werde dir genau erklären, was du zu tun hast. Warum ich es nicht selbst mache? Hast du mich immer noch nicht verstanden, was für ein Trauma diese ganze Angelegenheit für mich war? Für mich war. Ich kann nicht zurück. Du musst mir dabei helfen, Abigail. Nicht für mich, aber für die Bewohner des Dorfes. Lass sie nicht im Stich. Sie brauchen eine funktionierende Uhr. Es gibt doch eigentlich auch Armbanduhren und Handys. Du hilfst mir? Danke, habe ich nicht gesagt. Jetzt werde ich dir erklären, was du zu tun hast. Es ist wichtig, dass die Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge ausgeführt werden. Ja. So, du musst folgendermaßen vorgehen. Schritt 1, benutze den Schraubenschlüssel am Rad am Zifferblatt. Schritt 2, schütte Öl in den großen Trichter. Schritt 3, benutze den Drehschlüssel, um die Uhr aufzuziehen. Schritt 4, betätige den Hebel, um die Uhr zu starten. Und dann noch drücke die Daumen, was am wichtigsten natürlich ist. Viel Erfolg! Oh, hier gibt's. Ja, hier stehen nochmal die Schritte. Alle. Und hier. Okay. 100 Schillinge und 50 Erfahrungspunkte. 75 mit Silberglied. So. Okay, wollen wir mal die Uhr reparieren? Vielleicht fühlt sich Big Bonnie dann wieder etwas besser. Einmal hier reingeklettert. Oh, ich stand gerade auf dem Dach. Es war wohl ein Bug oder so. So, wo muss ich hin? Okay. Mal schauen. Okay, benutze den Schraubenschlüssel am Rad am Zifferblatt. Am Zifferblatt. Geht's dort lang? Nee. Ist es das? Bestimmt nicht. Nee, das war der Drehschlüssel. Also müssen wir wohl hoch.
Dann werden wir einmal nach oben laufen. Benutze den Schrauben, das ist das Richtige. Es tut sich was. Schütte Öl in den großen Trichter. Okay. Öl. Da kommt jetzt das Öl von dem Steve rein. Das sieht man ja den Trichter, ne? Fertig. So. Und jetzt noch den Drehschlüssel, um die Uhr aufzuziehen. Ja. Okay. Was ist das? Was ist das für ein Schalter? Da vorne ist noch so eine. Okay. Das bestimmt dann für den letzten Schritt. Den vorletzten. Ja, das ist das mit dem Drehschlüssel, um die Uhr aufzuziehen. Oh ja, jetzt tackert es. Du hast dein Bestes gegeben. Betätige den Hebel, um zu sehen, ob du erfolgreich gewesen bist. Okay, dann war das doch mit... Also, tja, das war dann doch dieser Hebel von eben. Nee, dieser ist es nicht. Vielleicht... Ja, dieser ist es. Der glitzert so schön. Okay, es geht. Oh, Anforderungen erfüllt. Sehr, sehr gut. Gehen wir einmal zurück. Na, mal sehen, was Big Bonnie jetzt dazu sagt. Oh, wieso steht mein Pony jetzt hier? Hallo, Mini-Dreamer. Gut, einmal... Knuddeln, das Pony, auch wie süß, die Herzchen. So, und auf den Sattel geschwungen und zurück zu Big Bonnie. So, da steht sie mit ihrer Maske. Du hast die Uhr repariert. Hurra! Ich habe die Uhr repariert. Hurra für mich. Oh. Ich bin eine Heldin, eine richtige Heldin. Ich werde dich nie vergessen, Abigail, das verspreche ich. Wenn ich meine Auszeichnung bekomme, werde ich... Ups. Jetzt habe ich es weggeklickt. Da ist die Uhr. Eigentlich sind wir doch die Heldin. Big Bonnie sei Dank, aber eigentlich... Eigentlich hatten wir ja jetzt die ganze Arbeit. Oder nicht? Ich will nicht eingebildet klingen, Abigail, aber jetzt werde ich Blumen und eine Auszeichnung vom Ratsmann bekommen. Vielleicht wird er mir zu Ehren auch eine Party schmeißen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Trifft Big Bonnie beim Ratsmann. Okay. Big Bonnie rennt schnell wie ein Blitz zum Ratsmann. Dann wollen wir doch mal... Schnell wie ein Blitz hinterher. Ah, da steht er ja schon. Oh, hallo, Uhrmacherin Big Bonnie. Wir haben uns ja schon lange nicht gesehen. Meint er jetzt uns? Ich bin Abigail. Lange nicht. Tja, schön dich zu sehen, Big Bonnie. Wenn du schon da bist, könntest du vielleicht die Uhr reparieren? Was? Du hast sie schon repariert? Natürlich. Ach toll, danke. Jetzt muss ich aber los. So. Was hat er eigentlich gesagt? Er hat gar nicht gemerkt, dass ich weg war. Bin ich so unansehnlich? Oh, ich bin nicht mehr wert. Ach, niemand hat gemerkt, dass ich jahrelang weg war. Das ist schrecklich. Ich bin wertlos. Ein kleiner Krümel, eine Laus. Ach, jetzt geht das schon wieder los.
Oh nein, jetzt ist sie wieder so negativ. Super negativ. Warum ist sie so negativ? Das sieht schön aus mit dem Gelb. Bitte entschuldige mich, Abigail. Ich muss zurück ins Silo und dort meine Tage in ewigem Gram und Einsamkeit verbringen. Oh, oh Gott. Sprich mit dem Ratsmann. Sie ist ja wirklich. Hallo, Abigail. Kann ich dir helfen? Warum sieht Big Bonnie so unglücklich aus? Sie war im Exil, weil sie dachte, sie wäre für den Untergang des Dorfes verantwortlich. Und jetzt, wo die Uhr repariert ist, hat sie sich eine andere Reaktion erhofft. Was sollen wir denn machen, Abigail? Alle haben Armbanduhren und Handys und niemand braucht die Rathausuhr. Wir müssen sie aufheitern. Ich werde noch mal mit ihr sprechen, Abigail. Das Gelb sieht hier schön aus, der Pullover. Uhrmacherin Big Bonnie, bitte verzeih mir mein Auftreten vorhin. Mein Auftreten vorhin. So. Du musst verstehen, dass ich ohne die Rathausuhr in den letzten Jahren morgens nie aufstehen konnte, da mich niemand mehr geweckt hat. Ich habe mich regelrecht in ein Zombie verwandelt. Aus diesem Grund war meine Reaktion etwas schwach. Inzwischen sind die Neuigkeiten aber in meinem langen Gehirn vorgedrungen. Langsamen Gehirn vorgedrungen. Du hast eine grandiose Tat vollbracht. Grandiose Tat verbracht. Als du uns damals verlassen hast, waren wir wahnsinnig enttäuscht und sauer auf dich. Wir konnten nicht verstehen, wie du uns mit einer kaputten Uhr allein lassen konntest. Nach ein paar Jahren verstanden wir dann, was für einen schwierigen und wichtigen Job du hast. Einer nach dem anderen von uns stieg den Turm hoch, um die Uhr zu reparieren. Doch keinem ist es gelungen und schon einen Tag nach deiner Rückkehr funktioniert die Uhr wieder. Du bist eine wahre Heldin. Naja. Aus Dank erkenne ich dich zu Silberglitz statt Uhrmacherin des ersten Grades. Ach Gott, das braucht sie auf jeden Fall, diese aufmunternden Worte. Uhrmacherin Big Bonnie, tausend Dank. Bitte verlasse unser Dorf nie wieder. Ohne dich wird es untergehen. Naja. Ich bekomme eine schöne. Eine schöne Weste. Okay, sollen wir nochmal mit ihr sprechen? Wusste ich's doch, Abigail. Ich will nicht eingebildet klingen, aber ohne mich bleibt das Dorf einfach stehen. Ich werde nie wieder fortgehen, nie wieder. Alles dank dir, Abigail. Nimm dies als Dank für deine Hilfe. Jetzt muss ich wieder nach Hause. Nach 5 Jahren im Exil gibt es unfassbar viel zu putzen. Komm mich doch mal besuchen, wenn du Zeit hast. Tschüssi. Ja, Big Bonnie verschwindet in Richtung ihres Hauses, um zu feiern. Ihr seht euch bald wieder, aber da ist sie hoffentlich nicht so negativ eingestellt. Okay. Jetzt schauen wir mal den Rucksack nach dieser. Da, wo ist sie? Diese Weste, genau. Ja, die passt sehr, sehr gut zu den Haaren von Abigail. Ja, das sieht sehr gut, aber sie hat nicht so viele Punkte. Na gut. Naja, so, was haben wir noch? Die Tasche. Ah, hier haben wir noch diese Schuhe und. Ja, es sieht sehr schick aus mit der Farbe von das Zaumzeug. Okay, man könnte ja mal eine andere Satteltasche nehmen. Würde sich mein Hund sicher drüber freuen. Okay, nehmen wir einfach mal die. Nehmen wir doch einfach mal diese Satteltasche, genau. Okay, ich glaube. Okay, ich glaube, ich werde. Ja, ich werde noch mal ein Foto machen. Ein Thumbnail für das Video von der Rathausuhr, die die Heldin Big Bonnie repariert hat. Aber eigentlich haben wir sie ja repariert, ne? Weil wir hatten ja eigentlich die ganze Arbeit, also einmal Foto. So, dann schauen wir mal das süße Pony. Okay. Ja, könnte man so machen. So, okay, ihr Lieben, das war's jetzt.
Ich mache jetzt hier einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüssi!